Jawohl, es beginnt. Es fängt an zu regnen. Aber wir müssen noch die letzten Sachen hier rüber schleppen. Alter. Oha. Blitz direkt hier eingeschlagen. Junge, Junge, Junge. Alter. Ja. Das Haus hat Blitzableiter, ne? Hab ich mich gerade erschrocken, ey. Ey, geht ja wohl gar nicht. Ich wäre dafür, dass wir uns vielleicht unterm Gebäude hier verstecken. Ja. Der Starkregen ist eingetroffen und wir haben uns hier hinter versteckt. Wir sind hierher geflüchtet und haben ein paar Tropfen abbekommen. Und ein paar Blitze kommen auch noch hinterher. Ja, 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 ist klar, das wird noch härter. So, der Regen ist weg. Genau, das hier habe ich vor diesem Gewitter geschützt. Ach, scheiße. Da ist Dachwasser reingeflossen, also das schwimmt da drin. Jetzt sind die Schlafsäcke ein bisschen befeuchtet. Genauso wie die Luftmatratze. Guck mal, an diesem Baum, da fehlt die Baumspitze. Ich glaube, dass da dieser Blitz eingeschlagen hat. Also das könnte gut sein, dass es dieser Baum gewesen war. Weil dieser Baum, der ist genau neben unser Lager. Unser Lager ist genau hier hinterm Zaun gewesen. Also wir sind jetzt gerade am Abbauen. Und genau, so genau diese Richtung ist er eingeschlagen. Jawohl, da vorne, da fehlt was. Da ist die Baumkrone, hier die Baumspitze, die fehlt. Ich bin ein Kieselsteinkopf, weil mein Gehirn genauso klein wie so ein Kieselstein ist. Ich bin ein Kieselsteinkopf. So, wir sind jetzt schon wieder in Soltau angekommen, beziehungsweise wir sind die ganze Zeit in Soltau, aber dieser Schild ist erst hier anstatt da hinten, wo die Schule ist. Jetzt werden wir hier Döner essen und ich werde die Toilette zuscheißen. Und wir werden Döner essen und Akkus aufladen. Und wir werden Döner essen. Das ist ein sehr guter Döner. Du hast dir was bei uns? Namukan heißt das, glaube ich. Das ist eine Rolle mit Hackfleisch und mit Dönerfleisch und Salat und Fetakäse. Jawohl, wir haben das Haar wieder gefunden. Haar steht für Hirnhautentzündung. Haar steht für Hirnhautentzündung. Guck mal, hier vorne ist ein Fluss. Prüfen, ob wir gleich von Mücken zerstochen werden, wenn wir hier weitergehen. Das Spannen ist des Müllers Lust. Guck mal, wir sind nicht viel gelaufen. Wir haben gerade gestartet zu laufen und wir haben hier eine Schutzhütte gefunden. Und hier ist die Wetter-App. Und wenn ich hier gucke, genau, da drüben kommt Gewitter. Hier 18.35 Uhr, also in 10 Minuten fängt das an, dass der Gewitter uns erreicht. Das heißt, wir werden hier in der Schutzhütte bleiben und pausieren, bis der Gewitter dann irgendwann weggeht. So, der Gewitter beginnt. Es kommt Wind. Also der Wind zieht hier auf und bläst uns auf den Kopf drauf. Jawohl, es kommt immer näher und näher. Das muss mehr rumsen. So, der Gewitter ist weg. Es tropft nur ein bisschen von den Bäumen. Also das, was auf den Bäumen drauf ist, das wird auf unser Kopf drauf tropfen. Deswegen habe ich jetzt diese Lampe als Schutzschild dran gemacht. Ansonsten müssen wir zickzack laufen. Und dieser ganze Gewitter mit dem Starkregen hat dieser ganze Weg hier nass gemacht. Das ist halt Weg mit erhöhter Schwierigkeit wegen diesem dreckigen Gewitter, der hier Donner und Sturm und Starkregen gemacht hat. Ich bin am Mickey-Maus-Gesicht, weil ich habe eine Kapuze an. Das ist voll nebelig hier. Geil. Wir laufen gerade durch Drogenheide durch. H steht für Hirnhautentzündung. 1,3 Kilometer, da kommt eine Schutzhütte, eine unbestätigte Schutzhütte. So, hier fahren nervige Züge lang und die Navigation hat gesagt, dass das hier diese Schutzhütte sei. Das ist voll scheiße, weil hier kann man scheiße drauf pennen und die ganzen Züge würden uns nerven. Das heißt, wir werden uns auf der Suche machen nach einer anderen Schutzhütte. Ich glaube, nach dieser Richtung irgendwo, 750 Meter oder so, sollte auch eine sein. Mein Gesicht ist weiß. Und wisst ihr auch warum? Weil die App uns in einer Bushaltestelle hingeführt hat. Jetzt suchen wir eine Alternative. So, wir sind jetzt gerade hinter so einem Schützenhaus. Schützenvereinshaus und genau hier werden wir uns schlafen legen. Hier werde ich jetzt gerade unseren Tarp aufbauen und genau hier werden wir heute pennen. So, jetzt wird eine heiße Tasse gemacht.
Die Suppe ist fertig. Da ist sogar ein Natururin-N dran. Guck mal, eine Eule belästigt uns. Ich glaube auch, dass das noch. Die sind cool, diese Viecher. Na gut, aber jetzt unser Abendessen ist fertig. Ja. Das werden wir jetzt in uns reinmachen. Mit der Belästigung der Eule. Guten Morgen, wir haben hier gepennt. Und das hier vorne, das ist dieser Vereinshaus. Und hier ist jetzt schon Betrieb die ganze Zeit. Das heißt, wir müssen ganz still in Ruhe einpacken und so richtig unauffällig hier verschwinden. Und hier, wir haben heute Morgen ein paar Vereinsmitglieder gehört. Die standen einerseits hier hinter dieser Forke oder dieser Tür. Genau, die haben da geredet und gequatscht und heute rumgelaufen. Und die waren auch irgendwie hier vorne gewesen. Also nicht mehr viel, es hat nicht mehr viel gefehlt und die hätten uns doch hier direkt entdeckt. So, und wenn das hier zusammengepackt ist, dann kommt die Stunde der Wahrheit. Ob wir das schaffen, komplett heimlich durch den ganzen Hof durchzulaufen, durch den Ausgang durch, genau. Oder ob wir gleich erwischt werden. Ich bin sehr gespannt drauf. Super, die Spannung steigt. Gelände heimlich verlassen. So, ich würde sagen, erfolgreich runtergeschafft. Stealth Camping erfolgreich gemeistert. Ich bin die letzte Versifftheit. Weil weiß ich auch nicht. Guck mal, das hier, das ist ein Möbelfundbüro. Und ich meine mich zu erinnern mit meinen allerletzten Gehirnzellen, die vielleicht noch nicht zu 100% weggeätzt sind, dass ich da meinen allerersten Kleiderschrank gekauft habe bei meiner ersten eigenen Wohnung. Ich weiß genau, dass der 60 Euro gekostet hat und der hat sogar Spiegel dran gehabt. Das war ein richtig geiler Kleiderschrank. Guck mal, wir haben hier einen Campingplatz gefunden, der ist da hinten und wir möchten irgendwie ein Koffein oder sowas holen. Ja. Guter, aber teurer Kaffee. Hier wird Scheiße reingeschmissen von den Campingfahrzeugen. Genau, das wird da reingeschmissen. Das wollte ich euch unbedingt gezeigt haben. Das ist richtig faszinierend geil. Ich möchte dir Wumbo zeigen. Okay. Das hier vorne, das ist Wumbo. Wumbo ist stark und fett. Der steht direkt vorm Heidepark. Und der ist immer noch stark und fett. Der hat bestimmt schon ganz viel Sachen in seinem Leben gefressen. Das ist der Heidepark-Vordereingang. Wir sollen auf jeden Fall auch mal in den Heidepark reingehen. Guck mal, hier vorne fahren urinfarbige, gechillte Fahrzeuge durch. Also die ganz entspannten. Und vor den Fahrzeugen, die entspannt sind und urinfarbig und andere Farben haben, werden wir hier auf dieser Bank was zu essen kochen, weil das Fleisch muss weg, das muss in uns rein. Guten Appetit. Guten Appetit. Geil. So, wir wurden gerade von so einer Security rausgeschickt, aus dem Heidepark rausgeworfen. Und jetzt müssen wir genau hier essen, also auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Und wir dürfen noch nicht mal durch den Parkplatz durchlaufen, um den Heidschnuckenweg weiter zu gehen, genau. Weil der Heidschnuckenweg, da führt ja genau durch den Parkplatz. Deswegen essen wir in Ruhe hier nochmal auf und dann laufen wir durch den Parkplatz durch. Und wenn er uns anspricht, ja, dann hat er Pech gehabt. So, weil wir wegen diesem Pinsel... Ja, ist so. So ein Pinsel. Ich kann mich so aufregen über solche Menschen, Alter. Ehrlich. Unsere letzten Pappteller weggeschmissen haben, oder ich weiß gar nicht, ob ich noch Pappteller habe, aber auf Scheiße, jeden Fall nicht mehr viele, müssen wir aus einem Topf essen. Wie zwei Schweine auf dem Trog, Alter. Wie so ein Schwein gehen. So, wir laufen erst durch den Heidepark-Parkplatz durch und irgendwo soll der Wegweiser sein. Jawohl, wir haben den Wegweiser wieder gefunden. Das hier vorne ist ein richtig schöner, stiller Kiefernwald, wo man nichts anderes außer Wald hört und ihre Geräusche. Und das hier vorne, das ist eine Grasenlandschaft, wo Grasen und sowas rumwachsen.